Herrhausen, hier sind wieder Strong und Flex und in der Mitte der Lars, der Erfinder des Blackboards. Und somit geht's um die Füße. Aus aktuellem Anlass widmen wir uns dem Hallux Valgus. Da haben wir ja kürzlich so ein, sagen wir mal, bemerkenswerten Bericht kommentiert. Und jetzt liefern wir Lösungen. Jo, jetzt geht es um hilfreiche Übungen in diesem SWR-Bericht. Da sagte ja der Experte, ja gut, wir sind jetzt keine Physiotherapeuten. Dann haben wir uns gedacht, ja gut, dann holen wir uns jetzt mal einen Physiotherapeuten. Und dann haben wir uns einen aus Gran Canaria geholt, also so direkt ums Eck. Nächste Weg. Genau, und das ist der Lars, den haben wir schon einmal auf dem Channel gehabt, als wir das Blackboard vorgestellt haben. Haben wir ein Interview gemacht, aber du darfst dich trotzdem noch ganz kurz irgendwie hier einmal vorstellen. Ja, hi, ich bin der Lars, Erfinder, Erfinder des Blackboards. Und wir werden euch heute ein bisschen was über unsere Füße erzählen. Genau, also wir waren beim Hallux. Jetzt frage ich doch den Physiotherapeuten, wie würdest du das Krankheitsbild Hallux beschreiben? Das hatten wir auch schon mal in dem Bericht. Aber was passiert genau und was ist so die Theorie dahinter? Was muss ich machen, damit es besser wird? Also das Problem beim Hallux Valgus ist ja eigentlich, dass der Großzeh sich nach innen verlagert. Der große Zeh wird so nach innen abgeknickt. Dadurch kriegt das Zehengrundgelenk sehr viel Druck und ja, entzündet sich auf lange Sicht. Ne? Häufig ist es halt ein Problem von zu engem Schuhwerk, zu wenig Belastung dann auch barfuß zu gehen zum Beispiel. Ja? Das heißt also, dass im Prinzip die Muskeln, die den Fuß stabil halten, nämlich die medialen Muskeln am Fuß, der Adduktor des großen Zehs zum Beispiel, dass die einfach zu schwach sind, abgeschwächt sind und sich dadurch so eine Verlagerung entsteht, quasi, dass der Zeh nach innen zeigt. Ja. Und das tut dann weh. Das tut auf lange Sicht weh, ja. Und in diesem Bericht haben wir ja gelernt, das war für uns auch neu, dass jeder Vierte dieses Problem hat. Das heißt, mutmaßlich kommt zu dir in deine Praxis auch der eine oder die ein oder andere mit dieser Thematik. Und ich meine, wir haben ja auch schon einiges gezeigt auf dem Kanal, was man dazu machen kann. Jetzt hast du dieses Board erfunden, unter anderem, um dieser Thematik Hallux Valgus besser Herr werden zu können. Was genau machst du und sollen wir das gleich mal machen? Wir machen vielleicht so einen ganz kurzen Theorie-Spot noch. Also wenn wir den Fuß mal angucken. Unser Fuß hat ja im Prinzip zwei Gewölbe. Einmal so dieses mediale Längsgewölbe und dann gibt es nochmal ein Quergewölbe. Und das Interessante ist, dass hier am Längsgewölbe auch dieser Zehenadduktor liegt. Das heißt also, der den Zeh so von seiner normalen Position eigentlich quasi ein bisschen in die adduzierte Position bringt, also nach innen bringt. Kannst du das nochmal machen? Und genau, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, das wäre auch so ein erster Test, den man machen kann, wenn man zu Hause ist. Ich konnte das vor einer Zeit auch noch nicht, aber mit viel Geduld und Spucke, wie man so schön sagt, habe ich das erlernt. Und was man auch sieht ist, wenn man diese Bewegung macht, dass hier in der Mitte was passiert, nämlich dass dieser Muskel, also das ist genau der Großzehenadduktor, dass der quasi anspringt. Ja? Dass der seine Arbeit verrichtet. Ist das der Halluzi? Genau, Adductor Hallucis. Genau, da haben wir neulich auch ein Video gemacht, können wir auch nochmal im Beschreibungsfeld verlinken. Da haben wir mit dem Lacrosse-Ball den auch mal ein bisschen weich geknetet. Genau. Weil das ja auch so ein Thema ist, dass da mega viel Spannung drauf ist. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht eins der größten Probleme, die wir im Hallux haben. Und wie wir das jetzt außer quasi mit dieser Übung, gefixt kriegen, das schauen wir uns mal an. Also für die, die das Blackboard noch nicht kennen, das Blackboard besteht im Prinzip aus zwei separat voneinander beweglichen Platten, die, und das ist der Clou an der Unterseite, mit verschieden verstellbaren Bars, Performance Bars, appliziert werden können oder auf der die appliziert werden können. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip, wir werden den Fuß jetzt mal in seiner rotatorischen Fähigkeit testen. Ja? Und das machen wir hier mit dem Rafa. Dazu würde ich dich bitten... Wenn ich das Fußmodel bin? Du bist das Fußmodel, genau. Okay. Dazu würde ich dich bitten, den Fuß mal da drauf zu stellen.
Jetzt müssen wir uns zwei Sachen angucken. Mach das einfach mal, diese Übung, dass du den Großzeh nach innen bringst, den Fuß nach innen bringst. Genau. Okay. Wenn man den Rafa jetzt sieht, ich glaube, das sieht man in der Totalen ganz gut. Darf ich dir mal die Hose übers Knie ziehen? Danke. Du darfst. Baby, du darfst alles. Was der Rafa jetzt macht, ist, dass er sein Knie, ne, er bringt den Fuß nach innen, das macht er super, aber er bringt sein Knie auch nach innen. Grundsätzlich ist es auch in Ordnung, das ist eine gekoppelte Bewegung. Was wir jetzt aber wollen, ist, wir wollen isoliert den Fuß bewegen. Ja? Also er soll das Knie leicht entriegeln, das heißt nicht komplett durchstrecken, leicht entriegeln. Und jetzt mal versuchen, diese Innenseite genau richtig zum Boden zu bringen. Was sagst du? Einfach, schwierig? Ja, also auf einmal muss ich mich halt mehr raffen. Genau. Okay, hast du noch was Krasseres? Weil das ist ja total einfach jetzt. Das ist jetzt sehr einfach. Genau, wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt ein bisschen aktiver. Dazu, da zeige ich euch jetzt auch mal eine ganz neue Einstellung, die wir jetzt auch so noch nicht in unserem Manual. Es gibt zu dem Blackboard ein Manual. Aber Weltpremiere? Das ist jetzt offizielle Weltpremiere hier. Und zwar benutzen wir das Blackboard einfach mal jetzt ganz anders. Die Einstellung ist jetzt so, dass man nicht die Mittellinie wählt, sondern wir gehen jetzt ein bisschen, wir haben den rechten Fuß, das heißt, wir gehen etwas nach rechts versetzt, okay, für diese Einstellung jetzt, die wir üben wollen. Und jetzt stellen wir uns mal andersrum aufs Board. Das heißt, du darfst jetzt nochmal. Darf man das? Das darf man, ja. Darf man das? Ja, okay. Und was du jetzt machen kannst, ist im Prinzip, dass wir das Gleiche machen. Wir aktivieren jetzt eher den Vorfuß, ja. Du bleibst genau da. Und jetzt kannst du aus dieser Position mal versuchen, dein linkes Bein leicht abzuheben, okay, und etwas Gleichgewicht einfach. Ja. Soll ich jetzt weiterhin nach innen kippen, nee, oder auf einem Level halten? Du sollst das Board auf einem Level halten. Alles klar. Genau, das wäre die Idee. Okay, so gut wie möglich auf einem Level zu halten. Yes, ne? Das linke Bein ist etwas geliftet. Wenn man da große Probleme hat mit dem Gleichgewicht, das kommt ja manchmal vor, kann man das gerne irgendwie an der Wand machen, damit man nicht direkt umschlägt. Ja, das sollte man sogar, also das ist eine wichtige Information auch an der Stelle. Genau, und was wir jetzt sehen, der ganze Fuß wird deutlich aktiver. Ja, du machst es super. Was? Kleine. Hä? Wie konnte das passieren? Was wir jetzt sehen, ist, dass der komplette Fuß nochmal deutlich aktiver wird jetzt. Ja? Also durch das Abheben des gegenseitigen Beins muss jetzt der Rafa deutlich mehr Stabilisatoren aufbringen. Hier ist das super zu sehen. Das macht er ganz, ganz klasse. Rafa, machst du ganz klasse. Ich habe halt den schönsten Fuß hier. Du hast tatsächlich, das muss ich leider sagen, das ist der Tibialis Anterior. Das ist einer, das können wir später noch drüber sprechen, der hebt das Fußgewölbe an. Der unterstützt also, dass wir dieses Längsgewölbe aufrecht halten. Ja? Und der Rafa macht das wunderbar. Man sieht es hier ganz toll, wie er anspringt, okay? Und wie wir den hier kräftigen können. Ja? Ein sehr wichtiger Muskel. Also so langsam wird es auch ein bisschen anstrengend. Wird anstrengend. Okay. Cool. Krass genug? Ja. Wollen wir noch mehr machen? Also definitiv merke ich, mein Fuß muss aus dem Patrick Seastar-Modus raus und was machen. Einen hätte ich noch. Gerne. Ja? Okay. Wir nehmen jetzt die zwei kurzen weg, okay, und machen das lange Performance Bar machen wir so vorne quer, also hinten quer, aber wir haben es ja gerade gesagt, wir nutzen es jetzt mal ein bisschen andersrum. Jetzt darfst du dich nochmal so draufstellen, ebenfalls mit dem rechten Fuß. Was wir jetzt haben, ist im Prinzip eine schiefe Ebene, okay? Auch wieder in dem Fall wichtig wäre, dass wir versuchen, den Fuß so weit wie möglich zu adduzieren, also nach innen zu bringen, okay? Entweder durch, was wir vorhin gesehen haben, diese Bewegung des Großzehen nach innen, ja, oder eben durch zum Beispiel einen Zehenspreizer. Und aus dieser Position stellst du jetzt deinen... Oder ich ziehe es mir halt einmal vernünftig hin, drück genau. Ein bisschen runter, dass so bleibt. Genau. Und aus der Position kannst du jetzt deinen linken Fuß nach vorne stellen. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip eine Beugung im rechten Knie. Das heißt, du beugst das rechte Knie, lässt den Zeh gerade und machst diese Bewegung, dass wir versuchen jetzt richtig schön über den großen Zeh quasi abzurollen. Okay? Das heißt, du kommst... Genau. Ja, da merkt man also schon, du schiebst das Knie nach vorne bis an Anschlag des Sprunggelenks. Und hebst die Ferse ab, genau. Ja. Was man sieht bei dir, es hebt sich, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, es hebt sich so ein bisschen hier an. Das heißt, bei dir würde ich sagen, vermutlich, dass du etwas zu kurz bist in der langen Fuß. Das kann nicht sein. Beuger. Das ist unmöglich.
Ja, also das wäre auch noch eine schöne Möglichkeit, weil was ganz oft abhanden kommt, wenn wir über das Krankheitsbild oder ja, über das Krankheitsbild des Hallux Valgus reden, ist eben auch die Zehen Beugung. Genau. Die Beugung nach oben. Da brauchen wir ungefähr 60 Grad, wenn wir vernünftig abrollen wollen über dem Fuß, okay? Und was ich sehe und was eigentlich auch so die gängige Meinung ist, dass da deutlich zu wenig Beugung beim Hallux Valgus dann entsteht. Einfach durch die Entzündung. Ne? Durch die Entzündung verkapselt sich die Gelenkkapsel. Und klar, da ist dann auch Schwellung drin, da ist Flüssigkeit drin. Klar, irgendwann wird es unangenehm. Halt alles, genau, aber im Endeffekt behindert es dann auch mein Laufbild und es kann gar nicht mehr besser werden, genau, wenn ich dann gar nicht mehr abknicke. Exakt. Ja. Okay. Schöne gerade Übung. Diese Übung kann am Anfang wehtun. Ich weiß nicht, ob du das auch merkst. Es kann sein, dass man so ein bisschen... Also ich hab das Glück, dass ich den einen oder anderen Stretch für meinen Fuß gemacht habe. Deswegen geht das jetzt. Aber ich kenne es auch von meinen Leuten hier, dass es schon für den einen oder anderen ein bisschen fies sein kann. Aber ich gehe mal davon aus, dann gehe ich in die Selbstregulation, genau, und mache dann halt das, was geht. Eben, wie ich auch immer sage, die Dosis macht das Gift. Ne? Das heißt also, ich darf schon ein bisschen in den Schmerz arbeiten, aber sollte das jetzt nicht übertreiben. Okay, diese drei Übungen, hast du mir irgendwie eine mögliche Dosierung, klar, Dosierung ist immer individuell, aber was wäre so ein guter Einstieg, gerade wenn ich jetzt am Hallux leide, wie sollte ich anfangen damit? Also generell ist das Fußtraining ein sehr intensives Training. Warum? Weil der Fuß sehr gut repräsentiert ist, auch im zentralen Nervensystem. Das heißt, wir kriegen super viel Input. Okay? Außerdem kann es sein, dass wenn wir so einen Muskel lange nicht benutzt haben, dass der recht schnell müde wird. Das heißt, dass ich am nächsten Tag irgendwie entweder Muskelkater habe oder irgendwie Probleme kriege. Das heißt, ich würde empfehlen, jede Übung zwischen 1 bis 2, maximal 3 Minuten zu machen. Mhm. Gar nicht mehr. Dafür aber jeden Tag. Das heißt auch, dass man jeden Tag ein bisschen was macht. Okay? So sollte es ja in der Regel immer sein, ne? Dass man jeden Tag ein bisschen was macht. Und dann diese drei Übungen zum Beispiel, sagen wir mal, jede Übung 45 Sekunden, dreimal. Und dann habe ich innerhalb von 5 Minuten meinen Fuß schon richtig, richtig fit bekommen. Okay, also mein erstes Ziel sind 45 Sekunden, also am besten jeder Fuß, jede Übung. Genau. Vielleicht 1 bis 3 Durchgänge und wenn ich irgendwann mehr leveln kann, wenn ich stärker bin, wenn das besser funktioniert, kann ich auch weiter hochgehen. Gehe davon aus, wenn ich jetzt direkt den Muskelkater des Grauens am nächsten Tag habe, mache ich vielleicht am nächsten Tag nur 30 Sekunden. Mache ich ein bisschen weniger, genau. Ich darf dann auch gerne mal, wenn ich sage, boah, heute kann ich gar nicht einen Tag Pause machen, aber am nächsten Tag bin ich dann halt wieder direkt dabei. Okay, super. Lars, vielen Dank dafür. So, ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für diesen wertvollen Input. Jetzt ist es an dir, damit auch zu arbeiten. Jetzt in diesem speziellen Fall geht es natürlich nur, wenn du stolze Besitzerin, stolzer Besitzer eines Blackboards bist. Das kann man Gott sei Dank käuflich erwerben und muss dafür nicht nach Gran Canaria fliegen, sondern man kann das in diesem verrückten Internet bestellen. Wie das geht, werden wir einfach im Beschreibungsfeld beschreiben. Wie kommst du ins Beschreibungsfeld rein? Hashtag wenig Medienkompetenz. Du drückst auf mehr Anzeigen, wenn du am PC oder Laptop sitzt, unterhalb des Videos, wups, geht es auf. Benutzt du die Handy-App oder bist am Tablet, gibt es ein ganz kleines Pfeilchen neben dem Videotitel, dann öffnet sich das eben beschriebene Beschreibungsfeld. Und dort ist beschrieben, wie du das beschriebene Blackboard bestellen kannst. Genau, so einfach ist es. Gut, dann würde ich sagen, Video ist schon wieder länger geworden, als wir in unseren kühnsten Träumen gehofft hatten. Jetzt darfst du gerne ein Däumchen nach oben geben und kommentieren und fragen. Der Lars wird sich möglicherweise die Mühe machen, auch die eine oder andere Frage dann nochmal von seiner Seite als Physiotherapeut zu beantworten. Sehr gerne. Abonnieren, falls du nicht getan hast. Nach dem Abonnieren auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dass du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Und hier gibt es möglicherweise 2 passende Videos, damit du noch etwas Zeit an deinem Rechner verbringen kannst. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.